Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Klein und Kurvig Video. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Heute geht es um die neue Kollektion von Sylvie Carlsson. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ich gehe mal stark davon aus, dass ihr sie kennt, wenn ihr bei mir gelandet seid. Wir kennen uns schon seit einiger Zeit inzwischen und sind mittlerweile sehr, sehr gute Freundinnen. Und was könnte ich da Besseres tun, als ihre neue Sommerkollektion ihres eigenen Labels Büffelhüfte zu testen? Büffelhüfte, das Label, hat Sylvie deswegen ins Leben gerufen, weil sie eine Birnenfigur hat, also eine Sanduhrfigur könnte man auch sagen. Und zwar hat sie eine sehr schmale Taille, aber eine breitere Hüfte. Und das war wohl mal eine Beleidigung, die ihr gegenüber ausgesprochen wurde. Und sie hat es einfach umgekehrt und in ein richtig cooles Label verwandelt. Ich habe schon mal eine Kollektion von ihr getestet. Das war, glaube ich, sogar die allererste und jetzt kamen eben neue Teile für den Sommer raus. Ich finde persönlich aber, dass die Teile eigentlich fürs ganze Jahr tragbar sind. Und wie die Teile so aussehen, das zeige ich euch jetzt. Noch eine kleine Info vorab für euch. Ich habe tatsächlich nicht alle Teile der neuen Kollektion da und getestet. Es werden nämlich noch weitere rauskommen, also schaut gerne mal auf den Link in der Infobox, da kommt ihr direkt zum Shop, dann könnt ihr einfach gucken, was es noch so gibt, ob was anderes für euch dabei ist. Und ich habe natürlich auch immer nur eine Farbe ausgewählt, die zu mir passt. Es gibt natürlich auch noch weitere Farben, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Teil an. Als allererstes haben wir dieses schöne Shirt. Ich würde nicht unbedingt T-Shirt dazu sagen, denn es hat Ärmel bis zu den Ellbogen. Es hat einen kleinen Rollkragen, also den kann man sowohl umfalten, dass man halt einen kleineren hat, als auch so ein bisschen nach unten geschoppt lassen. So habe ich das auch gemacht, als ich es anprobiert habe. Das Material ist unfassbar weich, ein ganz dünnes Material, also auch perfekt für den Sommer geeignet oder eben für Frühjahr und Herbst. Finde ich, ist es auch farblich eine wunderschöne Farbe, kann man auf jeden Fall auch im Herbst anziehen. Die Puffärmel sind perfekt für Frauen mit breiteren Hüften geeignet, weil sie eben nach oben hin nochmal ausgleichen. Also wenn man zum Beispiel eine A-Figur hat und eben sehr viel Hüfte und Oberschenkel hat, aber oben sehr schmal ist, eignen sich solche Ärmel perfekt dafür, um optisch einfach die Figur ein bisschen auszugleichen. Und das hat die Sylvie richtig gut gemacht. Ich habe dieses T-Shirt jetzt als allererstes mit der Culotte von Sylvie angezogen. Also das ist diese hier auch wieder in so einem Erdton. Sylvie hat sehr, sehr viele Sachen in neutralen Farben, was ich mega finde, weil man halt dann seinen eigenen Geschmack ein bisschen mit reinbringen kann, vielleicht andere Farben dazu kombinieren kann. Und dieses Teil ist so unfassbar bequem. Das ist super weit geschnitten, also hat ein ganz, ganz weites Bein, einen sehr, sehr tollen Gummibund. Der ist halt sehr breit oben, was bedeutet, der schneidet nicht ein und sitzt nicht unangenehm. Und das Tolle für Frauen mit ein bisschen breiteren Hüften oder mehr Oberschenkeln ist eben, dass das sehr figurumspielend ist. Also so ein weicher, fließender Stoff, der einfach schön fällt und eben schön luftig sitzt, ist super für im Sommer, wenn man zum Beispiel nicht unbedingt mit einer Shorts rumlaufen möchte, ist so eine sehr weit geschnittene Culotte genau das Richtige. Für meine Kombi habe ich jetzt aber alles so ein bisschen an meine Figur angepasst. Das heißt, ich habe oben ein schwarzes Oberteil gewählt mit einem V-Ausschnitt, weil das optisch nochmal streckt und ich bin oben nicht schmäler als unten, deswegen habe ich schwarz gewählt, weil schwarz natürlich optisch schlanker macht. Außerdem habe ich ein Oberteil gewählt, was ein bisschen cropped ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es bauchfrei ist, aber es ist kürzer geschnitten, weil ich finde, dass die Hose auf jeden Fall im Mittelpunkt stehen sollte. Das ist so ein cooles Teil, da sollte man auf jeden Fall den Bund sehen können und einfach die ganzen Details. Optisch aufwerten kann man so einen Look mit einer etwas lockereren oder legereren Hose, finde ich persönlich immer mit einem eleganten Schuh. Ich habe jetzt eine offene Sandale gewählt, ist natürlich für den Sommer perfekt geeignet. Also wenn man, wie gesagt, untenrum nicht nackig sein möchte mit einem Rock oder einer Short, kann man eine weite Culotte nehmen aus so einem dünnen Material wie diese und einen hohen Schuh dazu anziehen, dann ist man auch perfekt luftig gekleidet. Das dritte Teil aus Sylvies Kollektion, aber für mich das zweite Outfit, was ich für euch anprobiert habe, ist dieser Cordrock und der ist allein schon farbtechnisch genau meine Welle. Jeder von euch, der mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich zurzeit absolut abfahre auf Beige- und Weißtöne, also das fällt genau da rein und ich habe diesen Rock von der letzten Kollektion schon in Khaki-Grün, deswegen weiß ich, wie sehr ich den Schnitt mag. Das ist ein A-Linienrock, der ist oben schmäler geschnitten und ist eben unten weiter ausgestellt, aber es ist ein sehr geradliniger Schnitt, also es hat keine Falten. Was ich noch mega schön finde, ist die Knopfleiste vorne, denn Knöpfe vorne bedeuten immer, dass die Figur optisch nach oben gestreckt wird, also man hat zum Beispiel optisch längere Beine oder einen längeren Rumpf, wenn man ein Kleid mit Knöpfen anhat.
Und meine absolute Lieblingskombi, wie gesagt, ist zurzeit beige und weiß. Das konnte ich mir auch bei dem Outfit nicht nehmen lassen und habe meinen feinen Cordrock mit grobem Strick kombiniert. Stehe ich total drauf. Also ich finde, eine Cord-Strick-Kombi geht immer. So ein oversizeder Pulli mit einem Rock, der ein bisschen Figur zeigt, finde ich auch perfekt. Ich liebe das, dass man Beine sehen kann, aber der Rock hat die perfekte Länge. Der geht ein bisschen übers Knie und ist hinten länger als vorne. Und durch die Länge von dem Rock finde ich auch, dass ein Turnschuh perfekt darauf passt. Noch lieber, muss ich aber ehrlicherweise sagen, mag ich meine zweite Kombi. Wow, ich wusste nicht, dass die Teile, die ich zu Hause habe, so gut dazu passen, aber ich habe den Cordrock mit der Cropped Bluse von Sylvies Kollektion kombiniert, und zwar diese hier. Die ist so schön. Ganz ehrlich, ich dachte ja, weil meine Hauptproblemzone mein Bauch ist und nicht wie bei den Büffelhüfte-Mädels die Hüfte und der Po und die Oberschenkel, dass bei mir diese Cropped-Sachen vielleicht nicht ganz so toll aussehen, weil das eben vielleicht genau das zeigt, was ich eigentlich eher umspielen möchte, nämlich meinen Bauch. Aber wow, mit dem Rock sieht es so toll aus, weil er einfach schön High-Waist geschnitten ist, schön tailliert ist, gerade nach unten fällt. Und ich finde das genau richtig, wenn man dann was anhat, wo vielleicht sogar noch ein bisschen Bauch rausblinzelt. Die Bluse ist der Hammer. Die hat oben und unten den Gummibund, also die sitzt locker. Das heißt, es schnürt dich nichts ein und du kannst dich bewegen. Aber der Gummi ist so stramm und fest, dass du dich bewegen kannst, ohne dass zum Beispiel nach unten was rausschaut. Also das finde ich wirklich sehr schön. Ist super durchdacht. Ich liebe die Armlänge, dass das so ein bisschen, also für mich hat das so ein bisschen Flamenco-Spanien-Vibes, wenn die Ärmel so locker flattern und das so ein Gummibund hat und man die Schultern frei hat. Also mir gefällt der Look wahnsinnig gut. Die Rocklänge wieder perfekt für Underknee-Boots, dass man so ein bisschen noch das Knie sehen kann, weil man da die dünnste Stelle am Bein noch sieht. Das ist meistens das Knie, und wenn man die Boots eben bis zu unterm Knie und den Rock bis überm Knie hat, sieht man nur die schmalste Stelle, und das heißt halt, das Bein wirkt insgesamt ein bisschen schlanker. Es gibt den Rock aber nicht nur in beige, sondern wir haben ihn auch noch in super sommerlich und frisch in weiß. Ist so ein Cremeweiß, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es rein weiß ist, mit diesen süßen kleinen schwarzen Pünktchen drauf. Ich finde das Muster bezaubernd, aber auch der Rock an sich ist ein bisschen anders als der Cordrock, denn dieser Rock hat hinten einen Reißverschluss und er hat ein paar Falten, also er ist noch ein bisschen schwingender, wenn man so sagen möchte, was natürlich bedeutet, dass er noch mehr die Figur umspielt als ein Rock, der enger anliegt, wie zum Beispiel der A-Linienrock. Außerdem finde ich persönlich, dass man solche Röcke perfekt mit Farbe kombinieren kann. Ist jetzt im Sommer ganz, ganz toll. Ich habe zum Beispiel ein dezentes Grün genommen, weil ich es einfach schön finde, so eine frische sommerliche Farbe mit reinzubringen. Auch so ein Koralleton oder Flieder passt perfekt zu diesem Rock. Da könnt ihr jetzt eigentlich dazu kombinieren, was ihr möchtet, ob eine Sandale oder ein Turnschuh oder ein T-Shirt oder eine Bluse, je nachdem, was euch da besser gefällt. Ich habe noch eine zweite Kombi mit dem Shirt von Sylvie probiert, und zwar hat sie dieses coole, ich sage jetzt mal Band-Shirt. Für mich sind das Band-Shirts, die einen Aufdruck haben. Und zwar dieses hier. Es gibt noch weitere. Ich habe auch noch zwei hier liegen. Also es gibt zum Beispiel noch eins mit einem Blumenprint, einem gezeichneten, oder dieses. Aber ich glaube, es gibt sogar noch mehr im Shop. Da könnt ihr gerne mal schauen. Die haben eine ganz, ganz tolle Qualität, sind super weich. Gab es auch in der letzten Kollektion schon. Und dann kann man das Ganze noch ein bisschen rockiger machen. So ein bisschen girly-rockig mit Boots und einem coolen T-Shirt. Bei den Röcken würde ich aber einfach immer nur darauf achten, dadurch, dass die eben sehr weit und locker sind, dass man denen das auch lässt. Also die brauchen Raum zum Schwingen, da vielleicht nichts drüber hängen lassen, sondern wirklich einen Crop Top oder irgendwas, was im Rock drin steckt, anziehen. Dann durfte natürlich in der Kollektion auch ein Kleid nicht fehlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht das einzige Kleid ist, was rauskommen wird. Aber es kann auch sein, dass ich mich täusche. Ich habe jetzt auf jeden Fall mal dieses Hemdshirt von Sylvie bekommen. Die Farbe ist der Hammer, weil man die casual anziehen kann. Aber das ist auch so eine Farbe, die man, finde ich, perfekt ins Büro anziehen kann. Und auch das Kleid an sich kann man in vielen Variationen tragen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube tatsächlich, dass es bei meiner Körpergröße und meiner Statur ein bisschen zu mächtig ist. Also ich bin 1,60 Meter groß, und wie gesagt, ich habe eher eine Haarfigur, also
relativ gerade, zumindest genauso breite Schultern wie meine Hüfte ist. Und das Kleid hat oben sehr viel los. Also wir haben einen Hemdkragen, wir haben ein bisschen Details an den Schultern, was perfekt ist, wenn man eben oben schmal ist, dass man das optisch ausgleicht. Ich glaube, bei mir wirkt es ein bisschen drückend. Auch die Länge vom Kleid ist, denke ich, bei mir für meinen Geschmack zu lang. Also ich persönlich mag lieber Kleider, die aufs Knie gehen oder kurz unters Knie. Mag ich an meiner Körpergröße einfach mehr, weil ich sehr klein bin. Aber an sich ist es eine schöne Machart. Auch das Material ist ganz, ganz toll. Und es ist halt super, wenn man einfach ein bisschen mehr Beine und Po hat und keine kurzen Kleider anziehen möchte, ist es eine sehr, sehr schöne Länge. Ich persönlich würde immer was Filigranes an Schuh dazu anziehen. Also vielleicht sogar was mit einem bisschen Absatz, weil das das Bein einfach nochmal streckt. Aber es ist ein sehr cooles Teil. Und das allerletzte Teil, auf das habe ich mich sehr gefreut, weil ich ein riesen Fan von Jumpsuits bin. Ich war mir nicht ganz sicher, ob mir dieser Schnitt gefällt, aber ich finde ihn sehr cool. Als allererstes mal, wie bezaubernd ist bitte diese Farbe? So ein Terrakotta-Ton, so ein Rostrot schon fast, finde ich, ist eine Farbe, die sehr, sehr vielen Frauen steht. Also egal, welche Haut- und Haarfarbe, ob man jetzt hellere Haut hat oder dunklere Haut hat, das passt wunderbar. Ich glaube, das könnten sogar rothaarige Frauen tragen, weil es ein Farbton ist, der sich nicht mit roten Haaren beißt. Also sehr, sehr gut. Und der Schnitt ist zuckersüß. Wir haben oben ein bisschen engeres Oberteil. Wieder toll, weil man einfach seine Figur zeigt. Auch hier wieder darauf geachtet, dass man die Taille gut erkennen kann. Und dann mein persönliches Favorite ist, dass es am Bauch, also ab dem Bauch, sehr weit fällt. Also wir haben ein paar Falten, schön gerafft ab dem Bauch. Das Bein ist wieder schön weit. Ich glaube tatsächlich, dass ich für diesen Jumpsuit noch ein bisschen mehr Hüfte haben könnte, damit es besser ausgefüllt ist. Aber ich finde, der sitzt sehr schön. Ich kann mir das auch unwahrscheinlich niedlich bei schwangeren Frauen vorstellen. Mit diesem süßen Bauchausschnitt vorne. Schaut bestimmt ganz toll aus. Und es ist auf jeden Fall auch wieder ein Teil, was mich durch mehrere Jahreszeiten durchbegleitet. Denn im Sommer perfekt, weil es schön luftig ist. Wir haben ja diese Spaghetti-Träger oben, aber unten ein schön weites Bein mit einem Flipflop oder einer Sandale. Ganz süß. Aber man kann es auch perfekt vielleicht mit einem groben Strickpulli im Herbst anziehen oder mit einer Strumpfhose drunter. Also ein sehr, sehr cooles und sehr vielseitiges Kleidungsstück. Ich hoffe sehr, mein kleiner Talkthrough und meine Styling-Ideen zu Sylvies neuer Kollektion haben euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr erstmal dem Video einen Daumen nach oben geben und dann als zweites auf gar keinen Fall vergessen, unten in der Infobox vorbeizuschauen, denn da findet ihr den Link zum Büffelhüfte-Shop und natürlich auch zu Sylvies Kanal. Wir haben auch schon ein paar Videos zusammen gemacht, da könnt ihr gerne mal gucken gehen, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das sehr gerne, das ist kostenlos, dann verpasst ihr keins von meinen Videos. Ihr könnt mir gerne immer Videowünsche in die Kommentare schreiben, dann werde ich versuchen, einiges davon für euch umzusetzen und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.